Schönen guten Tag, Herr Schellhorn. Es zeichnet sich ab, dass dieser Lockdown jetzt bis 18. Jänner geht und man sich danach aus diesem Lockdown freitesten muss. Was halten Sie denn von diesem neuen Regierungsplan? Ja, es ist offensichtlich eine Castingshow der Untalentierten, weil wir de facto auch für die Winterbetriebe schon mit Planungen gearbeitet haben, die uns ein Aufsperren ermöglichen. Es ist ja auch so, dass wir nicht wissen, wie das mit den Skibetrieben ist. Also das heißt, die Liftbetreiber bzw. auch jene, die dafür für die Infrastruktur sorgen. Also das ist eher, muss man mal abwarten, was da jetzt kommt. Aber eines muss schon auch bemerkt werden. Es wurde am 17. November angekündigt, dass die Liftbetriebe aufsperren für die Tagestouristen und für die Einheimischen. Und das ist jetzt einen Monat her und jetzt drei Werktage vor dem Aufsperren, wie gesagt, alles, was wir hören, dass sie nur zwei Tage aufsperren dürfen. Die haben auch wahnsinnige Kosten. Die haben die Mitarbeiter bezahlt, die haben die Mitarbeiter angestellt und einen Skibetrieb stellt man einfach nicht so her von heute auf morgen und sagen, morgen sperren wir auf, sondern man muss beschneit werden, alles Mögliche getan werden, um auch die Sicherheit zu gewährleisten. Und die lässt man jetzt wieder im Regen stehen. Das finde ich einfach absurd. Was sagen Sie zu dieser Idee des Freitestens, Herr Schellhorn, dass sich ab 18. Jänner jeder aus dem Lockdown freitesten muss und wer keinen Test macht, bleibt weiter im Lockdown? Finden Sie das einen guten Vorschlag? Also ich finde das eine Möglichkeit, damit Sie umgehen und die Freiwilligkeit umgehen. Also natürlich, da sparen Sie sich sozusagen den geschenkten 50er, weil jeder will natürlich sich in Freiheit umgeben, das heißt nach außen gehen. Ich glaube, das ist eine unter Anführungszeichen elegante Methode, um sozusagen eine Verpflichtung Light einzuführen. Und abschließend noch, Sie rechnen damit, dass Gastronomie und Hotels dann mit 18 Jänner aber wieder aufsperren dürfen? Nein, ich rechne mittlerweile mit gar nichts mehr, aber das ist ja das Grundsätzliche. Der Gesundheitsminister Anschober soll uns endlich sagen, ab welchen Wert, er kann irgendeine Zahl nennen, aber ab welchen gesunkenen Wert es möglich ist, aufzusperren. Und das kann er heute sagen. Das ist überhaupt nicht schwer. Das ist nicht einmal eine Raketenwissenschaft, aber es bedingt eine Planbarkeit für uns. Wir rechnen mit gar nichts mehr, weil es ein Hü-Hot-Spiel ist dieser Regierung. Und das ist das Fatale. Also wir Unternehmer, und das betrifft nicht nur den Tourismus, müssen mit einer gewissen Planbarkeit eröffnen, müssen aufsperren. Das bedingt Vorbereitungszeiten und hier lässt man uns, wie gesagt, im Regen stehen. Also das ist überhaupt nicht schwierig. Aber jetzt drauf zu kommen, heute, da konnten Skibetriebe de facto dafür sorgen, dass die Krankenhäuser noch mehr überlastet sind, das hätte schon, da war ich im September auch draufgekommen, beziehungsweise mein Kind draufgekommen. Herr Schellhorn, vielen Dank und schöne Grüße nach Salzburg.